So, the Mother Brain hat wieder zugeschlagen und weist uns den Weg zum Blumenladen. Blumenladen, genau. Jetzt müssen wir hier wieder raus. Wieder den ganzen Weg zurück. Du sagst es. Meine Güte. So. Ach nee, der Blumenland, der ist ja... Ah nein, der ist ja gar nicht hier im Mistillery. Nicht? Nein. Ist der nicht dabei im Markt gewesen? Mhm. Wollen wir mal hoffen, dass du richtig liegst. Mhm. Geht wir sind da nicht schon, wenn wir den ganzen Weg zu... Was war das jetzt? Auf die Markise. Da. Jawohl. Exotisches Saatgut. Okay, dann sollten wir ja alles jetzt haben. Ja, wir haben jetzt alles. Warum kommt jetzt hier keiner? Kling. Kam eine neue Episode, glaube ich, dazu, oder? Nee, die haben wir vorhin schon gehabt. Was soll das denn jetzt? Ja, vielleicht gibt's da nichts Besonderes. Ah. Oh. Skandalös. Sind dreist. Ja, uns fehlen aber immer noch. Ja, jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Ja. Was war das? Leitens Aufgaben, oder? Müssen doch jetzt. Ja, vielleicht kriegen wir noch Episoden, wenn wir das, diese Bonusteile jetzt machen. Nee, das hat damit nichts zu tun. Wir schauen uns jetzt erstmal die Episoden an, würde ich sagen. Ja. Wie so oft grübelt Groski über ein geeignetes Versteck nach. Eigentlich denkt er an nichts anderes, bis er einen weißen Ratschlag erhält. Willkommen! Wenn du nach frischem und knackigem Obst und Gemüse suchst, bist du hier goldrichtig. Stimmt was nicht, Cozy? Was hast du an mich hier? Was hast du an einem solch wunderschönen Morgen zu beklagen? Wo immer ich mich auch verstecke, überall ragt ein Stück Gusi heraus. Was soll ich bloß tun? Das bereitet dir Sorgen? Gusi, du bist ein Denkzwerg, wie er im Buche steht. Folgenden Rat lege ich dir ans Herz, mein Guter. Hör mit den Verstecken auf und zeig dich. So brauchst du dir auch keine Sorgen mehr zu machen, was von dir wo rausguckt. Das kann man nicht verstehen. Ganz unfrei? Du meinst, so ganz unversteckt? Das war zu schnell. Genau. Auf diese Weise wirst du nie herausragen. Man nennt das Verstecken mal anders. Verstecken mal anders? Davon habe ich noch nie gehört. Klingt plausibel. Na, sag ich doch. So ganz sorgenfrei macht das Versteckspiel auch gleich viel mehr Spaß. Genieß es einfach. Marilyn, ich liebe dich. Vielen Dank. Mich gar nicht zu verstecken, darauf wäre ich nie gekommen. Aber heute wurden mir die Augen geöffnet. Ab heute werde ich mich anders, wenn mal anders, verstecken. Fühlst du dich jetzt besser? Na, dann kannst du ja auch was für meinen Dienst springen lassen. Her damit. Du willst Geld? Naja, in Gold auf jeden würde ich meine Gedanken zwar nicht, aber auf der Welt ist nichts umsonst. Wahnsinn. Nicht nur ich, sondern auch meine Geldbörse soll sich zeigen. Marilyn, du bist ein Genie. Ja, so sind wir Frauen. Okay. Dorfgemunkel, die ungeduldige Dominika und der legere Clarence halten einen Plausch. Aber irgendwie sprechen sie nicht die gleiche Sprache. Oh oh. Bonjour. Ja. Hey, Clarence! Was denn? Ist das etwa ein Sonnenbrand auf Ihrer Nase? Sie haben doch nicht schon wieder mitten auf dem Bürgersteig ein Nickerchen gehalten? Aber Dominika, was nennen Sie hier einen Alten? Ich muss doch ja bitten.
Doch, ach, das ist eben das Wetter. Davon wird man einfach so schnell müde, wissen Sie. Wie können Sie bei dem ganzen Tohuwabohu so ruhig bleiben? Siesta können Sie später machen. Nein, aber so etwas würde ich nie lachen. Mein Verdauungsschläfchen am Nachmittag ist mir heilig. Naja, wie Sie meinen. Ach, und haben Sie schon gehört? Das Hotel wurde angegriffen. Joe ist ganz außer sich. Der Außentisch? Der ist kaputt? Ach, und dabei habe ich dort noch immer so gerne gegessen. Und die Polizei schaut bei dem Treiben Nasebohren zu. Das macht mich wahnsinnig. Ja, das wünsche ich mir auch ganz innig. Ich hoffe, Molly und Joe machen das Beste aus ihrer Lage. Ich bin dann mal weg. Man sieht sich. Und keine Nickerchen mehr im Freien. Klar? Sonst werden sie sich erkälten. Nein, ich will sie ja gar nicht schelten. Dafür hätte ich doch gar keinen Grund, oder? Dominika. Dominika. Ja, unerträgliche Person. Hört einem nie richtig zu. Was für ein lieber alter Tatterkreis. Ja. Ach du Scheiße. Toppys Geheimnis. Toppy auf einer seiner Touren durch die Straßen. Patrouillieren wie... Meine Güte. Toppy auf einer seiner Touren durch die Stadt. Patrouillieren wie diese sind seine Spezialität. Patrouillieren. Meine ich doch, sage ich doch. Quietsch, quietsch. Hey, da war doch was. Wow, 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 wow. Anscheinend wird die Brücke auch von den kleinsten Bewohnern Miss Terrys in Anspruch genommen. Fiep. Fiep-fieps. Fiep-fieps. Ich bocke auf meine Tastatur. Fiep-fiep. Fiep-f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 iep
dann darf ich mich Ihnen sicher anschließen, ja? Das ist hoffentlich nicht Ihr Ernst. Oh, ein ganz liebes Bitte mit Handkuss. Alleine ist es doch so langweilig. Mila, Hayamada, wollen Sie wirklich schon abreisen? Hallo, Sean. Ich dachte, du wärst mit Drogenreiz. Toni wollte erstmal zu seiner Schwester. Er wird bald hier sein. Aber ich habe richtig gehört, sie fahren wieder zurück nach London. Ich bin schon viel länger hier als geplant. Zu Hause macht man sich sicher schon Sorgen. Oh. Außerdem macht sich ja Yamada auch auf den Rückweg. Mich halten Sie bitte da raus. Ganz sicher bin ich mir noch nicht, Sean. Wer wird denn gleich so miese Petri sein? Eigentlich wollen Sie doch mit mir reisen, nicht wahr? Also wollen Sie doch zurück. Ich wünschte, Sie würden bleiben. Oh, sei still. Gleich fange ich an zu weinen. Und dann ist meine Wimperntusche dahin. Auch nicht schlimm. Wir sehen uns wieder, Kleiner. Wie heißt es noch? Man begegnet sich immer zweimal im Leben. Ich komme wieder. Keine Frage. Ach, ein wahrer Poet. An sowas habe ich dabei nicht gedacht. Mit Romantikkram kann man mich jagen. Sie sollen doch nicht so ein Grießkram sein. Schon vergessen? Die Beine sind schon ein wenig seltsam, aber ich hoffe, sie kommen bald wieder. Ach, das ist herrlich. Auch wir haben noch so viele Episoden. Jakes Spielchen. Ehemals gingen dem Polizeichef viele Gauner durch die Lappen, bis er sich einer neuen Methode besann. Fälle zu lösen. Gott, Jax, war ich ja. Oh Gott, was ist das denn daneben? Bram. Die warst du beide. Die warst du beide, ich wollte gerade sagen. Den haben wir in der Fabrik getroffen. Also, was sollen wir genau tun? Sollen wir ihnen die Schuld für irgendwas in die Schuhe schieben? Oder sie, einfach verschwinden lassen? Klappe halten! Red doch einfach nicht lauter, du... Red doch einfach noch lauter, du Blödmann. Kein Grund zur Sorge, Boss. Die treudofen Einwohner kaufen dir doch jedes einzelne Wort ab. Niemand wird dir dumm kommen. Du bist doch der ach so Unfehlbare. Und du bist ein Faselhans, Bram. Und jetzt gefälligst zuhören. Ich will, dass du... Ich will, dass du diesen Naseweiß-Professor davon abhältst, hier noch weiter rumzuschnüffeln. Ist ja ganz lustig, ihm beim Detektivspielen zuzuschauen. Aber langsam wird seine Neugier lästig. Räume dich einfach ein bisschen vor ihn auf. Dann wird er kneifen wie ein feiger Hund. Gut gemacht, Chef. Dafür kriegen meine Jungs und ich eine Gehaltserhöhung, oder? Für das mickrige Vermöbeln dieses Schaumschlägers nebst Anhang? Nichts da. Ihr kriegt das Übliche. Erfüllt eure Pflicht und macht es unauffällig, ihr Hampelmänner. Klar, Boss. Unsere Lippen sind verschweißt, versiegelt. Das ging schnell. Oh, mein Rachen. Helft meiner Schwester. Um Ariana und Laguina zu retten, gibt Toni sein Fehlverhalten zu und bittet die Kinder der Rahmenbande um Hilfe. Hallo, da bist ja wieder. Suchst du denn etwas Bestimmtes? Ich bringe eine Nachricht. Nee, Toni war... Nee. Wer war das? Na, du. Wahrscheinlich. Ich, ne? Ja. Ich bringe eine Nachricht für einen gewissen Crow. Meine Schwester befindet sich in großer Gefahr. Hey, beruhige dich. Komm, ich bringe dich zu ihm. Das warst du jetzt, Flippchen. Das war ich? Du willst also, dass wir deiner Schwester helfen? Nee, Entschuldigung. Das war auch der Titan. Ne? Ja, das war auch der Titan. Du willst also, dass wir deiner Schwester helfen? Der Unheilshexe? Genau, bitte rettet sie. Aber dann würden wir ja der Hexe helfen. Und was, wenn sie sich... Und wenn
sich die Unheilshexe als Herrin des Phantoms erweist, dann wäre ihre Rettung keine so gute Idee. Findest du nicht auch? Sie verteilt doch jetzt schon ihre Hexenmale in der Stadt. Vielleicht ist sie noch mächtiger geworden. Nein, das ist nicht wahr. Sie sind alle von mir. Ich konnte es nicht ertragen, dass alle so schlimm über sie reden, also wollte ich ihnen Angst einjagen. Meine Schwester hat nichts Falsches getan, das war ich. Ist das wahr? Gar nicht mal so eine üble Masche. Ehrlich? Das hätte auch der Ideenwerkstatt der Schwarzen Raben entspringen können. Respekt. Weißt du was? Ich nutze gerne jede Gelegenheit, dem fiesen Jakes gehörig eins auszuwischen. Also helft ihr mir? Wenn alles vorbei ist, musst du den Einwohnern beichten, was du getan hast. Versprich es, dann kannst du dir unsere Unterstützung sicher sein. Ich verspreche es, du hast mein Wort. Gut, das reicht mir. Und jetzt, wie genau hast du dir unsere Rettungsaktion vorgestellt? Ich soll dir diese Nachricht überbringen. Ist das so? Na dann lass mal rüberwachsen. Es sind Ausweisungen für Rettung. Es sind Ausweisungen. Es sind Anweisungen zur Rettung meiner Schwester. Und damit ist die Sache erledigt, ja? Das war's? Du bist selbstverständlich auch mit von der Partie, kapiert? Wenn alles vorbei ist... Vorbereitet. Wenn alles vorbereitet ist, gibt dir Rowdy weitere Anweisungen, denen du Folge leisten wirst. Verstanden. Ich gebe mein Bestes. Gratuliere. Vom heutigen Tag an wirst du ein geschätztes Mitglied der Schwarzen Raben. Na, bist du. Ja. So, wieder eine Episode weniger. Aus dem Keller gerettet, auf Anweisung des Professors eilt Emmy zurück in den Keller und rettet die Geiseln. Und wie sie sie rettet, das erfahren wir gleich im nächsten Bonusteil. Es artet schon fast zu einem ganzen Let's Play aus. Bis dahin, NRW bei 18. Titan Nano 21, bis zum nächsten Mal. Flöpfchen, bye bye.